Hallo und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Dieses Mal haben wir eine ja, eher spielerische Yoga-Praxis. Wir wollen so ein bisschen kreativ an den Flow rangehen und ein bisschen den Kopf dabei ausschalten. Und du brauchst eigentlich nichts außer dich, deine Yogamatte, bequeme Kleidung. Vielleicht magst du einen Block dazu nehmen, brauchst du aber per se eigentlich nicht. Und wir starten halt in der Kindshaltung. Du darfst einmal die Knie mindestens mattenbreit, die großen Zehen zusammenbringen. Dann kannst du die Ferse hinten absetzen, die Arme ziehen nach vorne und wir legen die Stirn erstmal ganz entspannt auf der Matte auf. Wir wollen die Hüfte schwer werden lassen, wir wollen die Schultern nach unten absinken lassen. Der Rücken darf maximal lang werden. Und dann nehmen wir zusammen drei ganz tiefe Atemzüge, einfach um hier ein bisschen mehr auf der Matte anzukommen. Die Augen kannst du ganz sanft schließen. Nochmal den Atem leer werden lassen. Und dann atmen wir zusammen durch die Nase ein, ganz tief und langsam. Bis es irgendwann nicht mehr geht, dann halten wir kurz. Und dann kannst du den Mund einmal öffnen und wir atmen aus mit einem Seufzer. Nochmal so, trau dich ein bisschen mehr einatmen, ganz groß in den Bauchraum. Halten und ausatmen. Nochmal so. Letztes Mal, so tief du kannst, schieb die Bauchdecke Richtung Oberschenkel nach vorne weg. Dann halte die Luft kurz an und durch den Mund aus. Sehr schön. Atme in dem langsamen Tempo noch für dich einfach ganz natürlich weiter. Lass alles ein bisschen weicher werden. Und wenn du möchtest, kannst du dir für die heutige Stunde auch eine Intention setzen. Dich selbst fragen, warum du auf die Matte gekommen bist. Warum du dieses Video eingeschaltet hast. Und dann nimm einmal deinen rechten Arm, wir führen den unter dem linken Arm durch. Wir legen uns auf der Schulter und auf der rechten Schläfe ab. Die Handinnenfläche zeigt nach oben. Wir wollen eine ganz sanfte Dehnung in der Schulter. Nichts Wildes, aber auch so, dass du es ein bisschen spürst. Und dann nehmen wir den rechten Arm einmal wieder raus. Wir fädeln den linken Arm unter dem rechten durch, legen uns auf der linken Schläfe ab. Wir versuchen beide Sitzbeinhöcker immer noch nach unten ziehen zu lassen und schön gleichmäßig, sodass die Ferse richtig weit nach unten sinkt. Die Ferse, die Hüfte und dein Becken zu den Fersen nach unten sinkt, so rum. Okay, und dann ziehen wir die Hand und den Arm wieder raus. Wir stellen beide Hände gleichmäßig auf. Die Finger sind weit aufgespreizt. Und wir kommen einmal nach oben in den Vierfüßlerstand. Wir bringen die Hüfte direkt über die Knie. Der Fußspann liegt auf. Schultern sind über den Handgelenken. Wir ziehen erstmal den Bauchnabel ganz leicht nach innen. Wir haben den Boden von uns weggedrückt. Und dann wollen wir einmal ein paar Runden durch Katze-Kuh fließen. Von dem Becken, von der Hüfte aus. Wir ziehen vom Steißbein einmal vorsichtig das Becken nach vorne, sodass wir in ein leichtes geführtes Hohlkreuz im unteren Rücken, dann im mittleren und oberen Rücken kommen. Ganz zum Schluss zieht sich die Brust nach vorne durch, der Kopf hebt sich. Und bei der Ausatmung auch hier, Becken kippt wieder zurück. Wir pressen den Bauch Richtung Rücken. Vielleicht kannst du dir das so ein bisschen besser vorstellen. Wirbel für Wirbel bis ganz zum Schluss. Dein Kinn Richtung Brust zieht. Der Rücken ist maximal rund, so weit, wie du es heute kannst. Wir atmen wieder ein. Wir kippen das Becken. Wir ziehen die Sitzbeinhöcker nach oben Richtung Himmel. Wir lassen den Po einmal scheinen, bis ganz zum Schluss der Kopf auch nach vorne zieht und scheint. Sehr schön. Wir halten. Und bei der Ausatmung runden wir wieder den Rücken. Wir pressen den Boden von uns weg, so weit weg, wie wir können. Der Kopf kommt ganz zum Schluss.
Dann mach das noch ein paar Mal für dich in deinem eigenen Tempo, in deinem eigenen Rhythmus. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt noch ein bisschen weiter für dich fließen und ein bisschen die Handgelenke mitnehmen. Das heißt, vielleicht rundest du ein bisschen weiter nach vorne, verlagerst dein Gewicht ein bisschen, nimmst noch hinten die Kindshaltung mit. Vielleicht verbindest du ein paar Kreise, noch ein bisschen in die Seite reinzugehen. Alles, was sich gut anfühlt. Das, was du heute brauchst. Einfach um den Körper und die Wirbelsäule auf eine ganz sanfte Art und Weise ein bisschen mehr aufzuwärmen. Dann stellen wir hinten einmal die Zehen auf und schieben uns in unseren allerersten herabschauenden Hund. Wir wandern mit den Füßen, mit den Fersen so ein bisschen, um die Beinrückseite aufzuwärmen. Sehr schön, wir ziehen den Po einmal nach oben, so weit hoch wie wir können. Wir versuchen, den Kopf entspannt zwischen den Armen hängen zu lassen. Die Füße stehen ungefähr hüftbreit, die Hände ungefähr schulterbreit. Und wir wollen die Arme tendenziell eher ein bisschen weiter nach außen drehen. Das heißt, schau mal, dass dein Mittelfinger entweder nach vorne oder in die Ecken zeigt. Und dann ziehen wir die einzelnen Wirbelkörper so weit auseinander, wie wir können. Dabei kannst du deine Beine schön großzügig auch gebeugt lassen, damit du hier dein Becken noch weiter nach oben schieben kannst. Die Ferse, die werden ganz schwer, ziehen nach unten. Der Rücken ist komplett lang. Wir pressen uns vom Boden vorne weg. Sehr schön. Und bei der nächsten Einatmung kommen wir einmal auf die Zehenspitzen. Gleiches Spiel wie bei Katze Kuh. Becken zieht und wir schieben mit der Wirbelsäule nach vorne. Weiter, 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 bis die Schultern über den Handgelenken sind. Dann lassen wir die Knie weich werden. Wir beugen die Beine, schieben die Hüfte wieder zurück, herabschauende Hund. Noch ein paar Mal so einatmen. Wir rollen nach vorne, wie eine Welle, ganz langsam. Auch hier der Kopf kommt ganz zum Schluss. Und dann beugen wir die Beine, schieben zurück. Herabschauende Hund. Einatmen nach vorne. Und ausatmen wieder zurück. Nochmal so nach vorne. Und wir ziehen zurück. Bei der nächsten Einatmung rollen wir wieder nach vorne, schön langsam, bis die Schultern über den Handgelenken sind. Und bei der Ausatmung legen wir die Knie einmal ab, ellbogennah am Körper. Wir legen uns komplett an den Boden ab. Wir atmen ein, wir rollen die Schultern zurück, die Brust hebt sich vom Boden weg. Wir lösen noch einmal die Hände. Wir versuchen aus der Kraft des Rückens uns hochzupressen. Und dann stellen wir die Hände wieder neben der Brust auf und wir schieben uns zurück, gern auch über die Ferse in den herabschauenden Hund. Nochmal so einatmen, wir rollen nach vorne und ausatmen, wir legen die Knie ab, legen an den Boden nach unten. Wir atmen ein für die kleine Kobra, ohne die Hände, wir pressen in den Fußspann, Po ist fest und ausatmen, zurück, herabschauender Hund. Wir atmen ein, wir rollen wieder nach vorne. Dieses Mal wollen wir die Knie oben lassen. Wir legen ab wie ein Brett. Ellenbogen sind nah am Körper. Wir atmen ein. Kleine Kobra, wenn du möchtest, kannst du ein bisschen weiter in die Hände pressen. Ein bisschen weiter nach oben kommen. Und ausatmen, zurück, herabschauender Hund. Nochmal so, wir rollen nach vorne. Und wie ein Brett legen wir uns nach unten ab. Wir pressen die Arme gegen den Oberkörper. Wir atmen ein. Kobra. Deine Variante und dann ziehen wir zurück, herabschauender Hund. Wir wollen einmal durch ein volles Vinyasa fließen, wenn es zu schwer für dich ist. Nimm die Knie dazu oder mach so wie gerade eben. Wir rollen nach vorne, atmen ein in eine Plank. Wir schieben die Schultern ein bisschen weiter über die Handgelenke weg. Bauchnabel ist fest. Ausatmen, Chaturanga Dandasana, Ellenbogen sind nah am Körper. Wir halten. Dann atmen wir ein, wir pressen uns nach oben für den aufschauenden Hund. Knie sind vom Boden weg, Schultern über die Handgelenke, wir ziehen die Brust nach vorne durch. Und dann ausatmen, zurück, herabschauender Hund. Noch einmal so, wir rollen nach vorne, du hast es gleich geschafft.
Weiter, 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 bis die Schultern über den Handgelenken sind. Noch ein Stückchen mehr. Ausatmen, Chaturanga Dandasana. Einatmen, wir pressen uns wieder nach oben. Brust öffnet sich. Ausatmen, herabschauender Hund. Dann legen wir einmal kurz die Knie ab. Wir setzen uns zurück auf die Ferse. Wir schütteln einmal kurz die Handgelenke aus. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt ein bisschen wärmer. Jetzt sind wir bereit. Jetzt können wir in unseren Flow starten. Und wenn du soweit bist, stellen wir die Hände auf. Wir schieben uns zurück, herabschauender Hund. Wir erden einmal schön das linke Bein, den linken Fuß. Bei der nächsten Einatmung ziehen wir das rechte Bein lang nach oben. Wir versuchen, die Hüfte auf einer Linie erstmal zu lassen. Dann beugen wir einmal das Bein. Wir heben das Knie so hoch, wie wir können an. Der Fuß kann Richtung Po ziehen. Wir öffnen die Hüfte hier einmal. Wir versuchen aber nicht so in die linke Schulter jetzt zu kollabieren, sondern gleichmäßig hier mit den Händen in den Boden zu pressen. Und dann ziehen wir einmal so groß, wir können Kreise schön langsam mit dem rechten Bein. So als würdest du dir vorstellen, du willst mit deinem Knie einen wunderschönen, perfekten Kreis in der Luft zeichnen. Die linke Ferse, die zieht nach unten. Und dann wechseln wir einmal die Richtung. Wenn es dir zu schwer sein sollte, kannst du dein linkes Knie auch nach unten auf den Boden bringen, das gleich im Vierfüßlerstand machen. Sehr schön, dann pendeln wir uns wieder ein. Die Hüfte ist immer noch offen. Und jetzt schließen wir die Hüfte. Wir ziehen einmal das Knie nach vorne zur Nase. Schultern kommen über die Handgelenke. Dann flexen wir einmal den Fuß und wir legen den Fuß über dem Knie ab auf dem linken Bein, sodass wir jetzt in der vierten Figur sind, aber im herabschauenden Hund. Das heißt, wenn du nach unten schaust, müsstest du eine umgedrehte Vier sehen können. Und jetzt beugen wir das linke Bein. Wir schieben uns zurück, sodass der Bauch Richtung Oberschenkel kommt. Und wir versuchen, einen Gegendruck zu erzeugen, indem wir das Knie nach außen pressen. Und von uns weg. Sehr schön. Jetzt ziehen wir das Bein nach vorne. Fuß ist immer noch geflext. Knie findet zum Handgelenk. Wir ziehen das linke Knie ein bisschen zurück. Und wir landen in unserer Taube. Schau, wie sich's angenehm hier anfühlt, damit du beide Hüftknochen auf einer Linie ungefähr hast. Wir wollen uns erstmal schön aufsetzen. Einen kurzen Moment. Schauen, dass es sich okay anfühlt. Und dann wollen wir einmal die Ellenbogen, nicht die Ellenbogen, die Finger schön weit vor uns aufstellen, sodass die Fingerspitzen noch aufstehen. Der Rücken ist schön lang, gerade bei der Einatmung bleiben wir oben. Und bei der Ausatmung beugen wir jetzt einmal die Arme, dass die Ellenbogen nach oben kommen. Wir legen uns kurz nach unten ab. Wir atmen wieder ein, auch hier vom Steißbein, vom unteren Rücken ziehen wir nach oben. Ganz zum Schluss kommt der Kopf. Bei der Ausatmung mit Länge legen wir ab. Nochmal so einatmen, hoch. Und ausatmen nach unten. Sehr schön, wir kommen nach oben. Bei der Einatmung, wir legen uns einmal auf dem rechten Bein ab. Wir ziehen das linke Bein nach vorne. Wir wollen einmal, ich drehe mich rum in unseren Gummukasana, nein, in unseren Kuhkopf. Wir bringen das linke Bein einmal rum. Und wir versuchen, das so abzulegen, dass vielleicht irgendwann mal beide Knie übereinander sind. Du siehst ja, bei mir klappt das auch nicht. Aber wir wollen es einmal versuchen, dass beide Fußaußenkanten aufliegen und dass beide Sitzbeinhöcker auf dem Boden sind. Wenn es bei dir überhaupt nicht funktioniert, dann stell den Fuß da auf, wo es möglich ist, oder komm in einen ganz normalen Schneidersitz. Dann können wir das auch probieren. Also wichtig ist, beide Pobacken, Sitzbeinhöcker, wie auch immer, sind auf dem Boden. Und wir versuchen uns einmal auch hier aufrecht hinzusetzen. Sehr schön. Wir wollen die Dehnung vor allem hier in den Außenseiten spüren. Und dann bringen wir einmal die rechte Hand auf den Boden auf. Wir atmen ein, wir heben die linke Hand. Und bei der Ausatmung ziehen wir einmal rüber. Wir versuchen hier die Brust schön weit nach oben zeigen zu lassen, kein Rundrücken zu machen. Wir wollen geöffnet bleiben. Und dann ziehen wir die linke Hand einmal nach unten auf den Boden. Und wir versuchen so ein bisschen uns nach unten zu ziehen. Bei mir klappt das auch nicht so weit, aber ich spüre auf jeden Fall die Dehnung in der Außenseite links. Und dann fächern wir einmal auf. Wir stellen die linke Hand auf. Wir öffnen mit der rechten Seite so weit, wie wir können. Und jetzt kommt die rechte Hand aufs linke Knie. Wir atmen ein, wir machen uns groß. Und bei der Ausatmung twisten wir einmal, also drehen wir auf, sodass der Blick über die linke Schulter gehen kann. Sehr schön. Wir haben das linke Bein jetzt ja oben, das heißt, wir nehmen den linken Arm einmal hinter den Rücken. Und wir nehmen den rechten Arm einmal nach oben.
Und jetzt beugen wir den Arm und wir versuchen einmal hinten die Hand zu greifen. Wenn das nicht möglich ist, greif, was du greifen kannst. Vielleicht dein Oberteil, vielleicht irgendwas anderes, was du in der Nähe liegen hast. Die Beine bleiben immer noch schön gleichmäßig geerdet. Wir öffnen uns hier. Und wenn du magst und noch ein Stückchen weitergehen willst mit geradem Rücken, können wir uns einmal versuchen, nach vorne zu beugen. Eine kleine Vorbeuge zu kommen. Wir halten die Spannung und die Öffnung vor allem im Oberkörper. Sehr schön. Und dann kommen wir einmal wieder nach oben und wir lösen einmal diesen Twist auf. Wir kommen jetzt in unser Reverse Skandhasana, also in unser umgedrehtes Skandhasana. Die rechte Hand ist aufgestellt. Dieses Mal alle den vorderen Fuß einmal aufstellen, wenn möglich neben dem rechten. Und jetzt strecken wir das untere Bein einmal aus. Wir pressen in den linken Fuß und schieben uns einmal nach oben. Die linke Hand zieht auch nach oben. Sehr schön. Und wenn du möchtest, kannst du die linke Hand jetzt noch über den Kopf ziehen. Sehr schön. Ich habe mich nur gedreht, damit du es besser sehen kannst. Es klappt genauso, wenn du jetzt auch andersrum oder richtig rum auf deiner Matte bist. Wir pressen weiterhin in den Hand und in den linken Fuß. Und jetzt lösen wir den rechten Fuß und wir ziehen den einmal nach vorne durch und legen den Fuß vorne ab. Das rechte Bein ist ausgestreckt, das linke Bein ist angewinkelt. Die rechte Hand steht hinter dir auf, so dass deine Fingerspitzen nach vorne oder nach hinten bei dir zeigen. Der Bizeps zieht nach vorne. Und wir pressen einmal in beide Füße, heben die Hüfte an und wir kommen einmal in unser Wild Thing. Ich drehe mich wieder, dann fühle ich besser, damit du weißt, wo wir hinwollen. Sehr schön. Also wir öffnen Brust und Hüfte so weit wir können nach oben. Die linke Hand zieht über den Kopf. Sehr schön. Und jetzt haben wir den linken Fuß ja aufgestellt. Wir wollen einmal schauen, ob wir so reinkommen. Wir stellen einmal das linke Bein unten ab. Sehr schön. Und wir kommen nach vorne. Rechtes Bein ist gebeugt. Linkes Bein und Knie ist hinten aufgestellt für unseren Ausfallschritt. Sehr schön. Rechtes Bein ist vorne. Wir sind über ein paar Umwege hierher gekommen. Wir wollen uns schön tief reinsetzen. Schauen, dass wir das Becken schön tief nach unten absinken können. Der Bauch ist trotzdem aktiv. Wir halten für einen Moment. Wir lassen die Hüfte einen kurzen Moment nach unten sinken. Und ganz langsam ziehen wir einmal hier das rechte Bein lang. Die Zehen kommen nach oben. Wir wollen schauen, dass wir den Rücken lang haben. Wir beugen uns über das rechte Bein. Und dann beugen wir das rechte Bein wieder. Und wir strecken das rechte Bein bei der Ausatmung. Noch ein paar Mal so einatmen nach vorne. Die Brust schiebt sich durch. Ausatmen. Einatmen nach vorne und ausatmen nach hinten. Sehr schön. Jetzt lassen wir einmal die linke Hand aufgestellt. Wir öffnen mit der rechten Hand, so gut es geht. Schultern sind gestapelt. Sehr schön. Und dann beugen wir das rechte Bein wieder. Wir stellen jetzt die rechte Hand neben uns auf und die linke Hand zieht nach oben. Wir schauen, dass das Knie nicht nach außen abrückt, sondern immer noch schön über dem Fußgelenk bleibt. Sehr schön. Und jetzt ziehen wir einmal mit den Händen durch auf die lange Seite. Wir lösen das Knie. Wir stellen die hinteren Zehen auf. Die rechten Zehen zeigen jetzt nach oben. Und wir beugen das linke Bein so weit wie möglich. Wir wollen die Ferse unten behalten. Das heißt, wir setzen uns nur so tief in die Hüfte rein, wie es möglich ist. Wir pressen das Knie vor allem nach außen. Wir halten kurz. Schön in die Hüfte rein, sehr schön. Und dann lösen wir auf. Wir kommen einmal nach oben. Fußinnenkanten möglichst parallel oder tendenziell eher nach innen zeigend. Der Rücken ist erstmal ganz, ganz, ganz gerade. Und dann, wenn der Rücken gerade ist, können wir uns einmal mit diesem geraden Rücken nach unten absenken. Wir können uns einmal für einen Moment hängen lassen. Du kannst die gegenüberliegenden Ellenbogen auch gerne greifen. Oder wenn du möchtest, kannst du die Hände einmal auch an deine Knöchel bringen, den Rücken schön strecken und bei der Ausatmung kannst du versuchen, die Ellenbogen weit nach außen zu bringen und dich hier einmal ranzuziehen.
Sehr schön. Wir halten noch kurz. Und dann ganz langsam kommen wir einmal nach oben. Wir drehen jetzt die Füße so, dass sie diagonal nach außen zeigen, die Zehen. Die Beine beugen sich dabei und wir kommen mit dem Oberkörper einmal nach oben. Wir wollen in die Goddess. Wir wollen dabei die Hüfte schön tief absenken, die Knie nach außen pressen. Wir wollen hier keinen Entenpo haben. Wir wollen schön alles einmal reinziehen, damit der Bauch fest ist, damit wir nach unten kommen. Die Arme kommen einmal zur Seite. Schön groß und weit machen. Gleichmäßig in die Füße pressen. Und dann kommen wir nach oben, wir atmen ein, wir strecken alles, was wir strecken können. Und bei der Ausatmung setzen wir uns einmal wieder tief. Sehr schön. Nochmal nach oben einatmen und ausatmen. Einatmen nochmal hoch. Und bei der Ausatmung setzen wir uns nochmal tief rein. Sehr schön. Wir lösen einmal auf, wir drehen wieder die Füße nach vorne. Wir stellen unten die Hände einmal auf und wir schieben uns zurück in den dreibeinigen Hund, rechtes Bein nach oben. Bei der Ausatmung rollen wir nach vorne in die dreibeinige schiefe Ebene. Bei der Ausatmung fließen wir durch unser Vinyasa Chaturanga, halb oder ganz. Wir treffen uns in einer leichten Rückbeuge mit Kobra oder aufschauender Hund. Und dann ziehen wir zurück in den herabschauenden Hund. Ja, schön. Wir wollen das gleiche auf der anderen Seite machen, auch ein bisschen langsamer, bewusster und dann schließen wir nochmal durch den Flow mit der Atmung anschließend danach. Sehr schön. Also, wir atmen ein, linkes Bein kommt nach oben. Schön weit, geschlossene Hüfte. Und dann beugen wir das Bein, wir ziehen den Fuß Richtung Po und wir öffnen die Hüfte. Wir halten hier kurz. Die rechte Ferse darf nach unten ziehen. Und dann kreisen wir auch hier mit der linken Seite, unser Knie zeichnend, einen großen Kreis, so groß wie du kannst. Und dann wechseln wir die Richtung. Dann pendeln wir uns hier oben ein. Und wir ziehen das Knie nach vorne zur Nase, Schultern kommen über die Handgelenke, wir halten kurz, wir flexen den Fuß, legen es auf dem rechten Bein ab, überm Knie, nicht auf dem Knie. Und wir beugen das rechte Bein, wir ziehen das Knie weg von uns, so dass wir das schön spüren. Und dann ganz langsam legen wir das Bein vorne ab, linkes Knie kommt zum linken Handgelenk, wir kommen mit dem rechten Bein ein bisschen weiter zurück. Wir wollen uns in unsere Taube legen. Auch hier musst du ein bisschen schauen, wie weit du gehen willst, wie sich die Seite hier anfühlt. Lass dir Zeit. Wir wollen die linke Hüfte nach hinten ziehen, die rechte nach vorne. Wir halten hier oben, suchen einen Punkt, der sich okay anfühlt, der ein bisschen zieht, aber nicht weh tut. Und dann stellen wir die Fingerspitzen wieder schön weit außen auf. Wir atmen ein, wir strecken die Wirbelsäule komplett lang. Und bei der Ausatmung langsam legen wir nach unten ab, Ellenbogen bleiben oben. Einatmen, wir kommen hoch. Ausatmen, nach unten. Einatmen, wieder hoch. Und ausatmen, nach unten. Einatmen, wir ziehen uns wieder hoch, der Kopf rollt am Schluss auf. Wir legen uns auf die linke Seite und wir nehmen das rechte Bein einmal mit nach vorne durch. So weit, wie wir können. Wir versuchen hier auch eine Position zu finden, in der wir beide Sitzbeinhöcker einmal unten behalten können. Wähle eine Variante, die für dich passt, wenn das nicht möglich ist. Wie gesagt, komm in deinen Schneidersitz oder kannst du auch machen, das linke Bein ausstrecken. Dann sollte die Variante auch für dich möglich sein. Wenn du aber hier deine Beine so positioniert hast, dass es für dich passt. Beide Sitzbeinhöcker auf dem Boden sind. Dann halten wir hier kurz. Dann stellen wir die linke Hand auf. Die rechte Hand zieht über den Kopf. Wir pressen dabei noch mehr die rechte Pobacke in den Boden. Wir öffnen so weit hoch, wie wir können. Und dann bringen wir die rechte Hand einmal nach unten. Wir versuchen uns ein bisschen nach unten zu beugen. Dann kurbeln wir auf. Die linke Hand zieht über den Kopf bei der nächsten Einatmung. Sehr schön. Und dann bringen wir die linke Hand aufs rechte Knie.
Rechte Hand kommt nach hinten. Wir öffnen uns. Bei der Ausatmung, Blick geht über die rechte Schulter, leichte Drehung. Wir halten. Sehr gut. Okay, dann kommen wir einmal mit dem rechten Arm hinter den Rücken, so hoch wie wir können. Die linke Hand kommt nach oben. Wir beugen, wir versuchen hier schön die Öffnung beizubehalten. Und wir greifen, was wir greifen können. Wir wollen hier nicht in so einen Rundrücken rein, sondern wir haben immer noch einen schönen geraden Rücken. Alles ist geöffnet und wenn das okay ist, kannst du dich auch nach vorne beugen. Schöne Dehnung in den Schultern. Ganz vorsichtig kommen wir nach oben. Wir lösen einmal die Hände auf. Wir stellen die linke Hand auf den Boden auf. Der rechte Fuß ist vielleicht schon aufgestellt. Und wir strecken das untere Bein lang und kommen in unser Reverse Gandhasana. Die rechte Hand kommt wieder nach oben. Wir pressen die Hüfte so hoch, wie wir können. Wenn du magst, kannst du die rechte Hand auch wieder über den Kopf ziehen. Und dann pressen wir in die linke Hand und in den rechten Fuß. Wir ziehen das rechte Bein einmal nach vorne durch. Wir strecken es aus, legen es ab. Die Hand kommt nach hinten, die linke. Bizeps zeigt nach hinten. Hoffentlich bei dir, wenn das geklappt hat. Wenn nicht, treffen wir uns so, dass das rechte Bein gebeugt ist, linkes ist gestreckt. Und mit der rechten Hand verhelfen wir einmal jetzt der Hüfte, dass sie nach oben presst. Versuch dir vorzustellen, deine linke Hüfte will nach oben zur Decke. Wir strecken die rechte Hand über den Kopf. So hoch, wie wir können. Wir halten kurz. Sehr schön. Und wir versuchen einmal hier mit dem rechten Bein uns auch wieder abzusetzen. Vielleicht klappt es. Wenn nicht, dann komm aus deinem Wildling raus. Wir kommen nach vorne in unseren tiefen Ausfallschritt. Linkes Knie ist überm Fußgelenk. Wir kommen einmal eine Etage höher, damit wir uns hier einfinden können. Und auch hier beim Ausfallschritt ist es immer besser, wenn du erstmal vielleicht ein Stückchen rauskommst, damit dein Becken hier leicht gekippt ist, damit der Bauch fest ist. Und dann kannst du, ohne dass sich hier was verändert, die Hüfte arbeiten lassen. Ja, weil wir wollen nicht hier den Rücken arbeiten lassen, sondern wir wollen hier im Ausfallschritt in die Hüfte reingehen. Und so haben wir eine starke Basis. Und dann können wir versuchen, uns nach unten absenken zu lassen, damit wir hier die schöne Öffnung haben. Knie ist immer noch über dem Fußgelenk dabei. Ja, schön. Wenn wir das haben, bleiben wir hier stark im Bauch. Wir ziehen die Hüfte zurück. Die Ferse bleibt auf dem Boden. Die linken Zehen kommen nach oben. Sehr schön. Und mit geradem Rücken, das Bein muss nicht ausgestreckt sein. Es geht darum, dass der Rücken wieder gerade ist, kannst du dich einmal über dein linkes Bein beugen, sodass du die Beinrückseite aber spürst. Bei der nächsten Einatmung beugen wir das linke Bein, wir öffnen die Brust nach vorne. Ausatmen, wir strecken es lang. Einatmen, wieder vor. Ausatmen, zurück. Einatmen, nochmal vor. Und ausatmen, wir ziehen lang. Wir stellen die rechte Hand einmal auf und wir öffnen mit der linken nach oben. Ich kann nicht mehr sprechen. Wir stapeln wieder die Schultern. Wir ziehen die linke Hüfte schön zurück. Wir halten. Sehr schön. Dann beugen wir das linke Bein. Wir bringen die linke Hand auf den Boden. Die rechte kommt hoch. Linkes Knie bleibt schön drin. Versuch dagegen zu pressen. Und dann ganz langsam lösen wir hier auf. Wir kommen auch hier wieder auf die lange Seite. Wir kommen auf den rechten Fuß. Die linken Zehen kommen nach oben. Wir setzen uns tief in das rechte Bein rein. Wir versuchen, die Ferse wieder unten zu lassen. Wir wollen hier in die Hüfte reingehen. Wir wollen den Rücken gerade lassen. Das heißt, wenn du nimm so viele Hände dazu, wie du brauchst. Und wir wollen das rechte Knie einmal nach außen pressen, so weit wie wir können. Und dann ganz langsam strecken wir einmal beide Beine. Die Fußinnenkanten sind wieder parallel. Wir machen den Rücken lang. Und mit dem langen Rücken lassen wir uns einmal nach unten fallen.
Und dann stellen wir die Hände wieder auf. Wir schieben wieder die Ferse nach innen, sodass die Füße diagonal nach außen zeigen können. Wir beugen die Beine, wir knicken nicht. Wir schieben die Knie nach außen, wir pressen die Knie nach außen, wir kommen hoch. Auch hier wieder alles ist fest. Wir setzen uns schön tief rein. Wir schauen mal, wie tief wir kommen können. Dieses Mal bringen wir die Hände an die Seite, hier an die Knie. Und wir wollen bei der Einatmung uns schön lang machen. Und bei der Ausatmung bringen wir einmal die rechte Schulter in die Mitte, so weit wie wir können. Dabei beugt sich der linke Arm und wir schauen mal, wie weit wir nach unten kommen können. Die Knie pressen immer noch nach außen, Blick geht über die linke Schulter. Und bei der nächsten Einatmung kommen wir hoch. Wir strecken uns lang. Und bei der Ausatmung kommt die linke Schulter nach unten, rechter Arm ist gebeugt. Und wir kommen hoch bei der Einatmung. Nochmal nach unten mit der rechten Schulter. Vielleicht hast du jetzt den Dreh raus und dann kommen wir wieder hoch. Und wir atmen aus, linke Schulter. Sehr schön, wir kommen hoch. Und dann drehen wir uns so, dass der linke Fuß vorne ist, dass wir an den Anfang der Matte schauen. Wir kommen mit dem linken Bein einmal hoch, dreibeiniger Hund. Ausatmen, wir rollen nach vorne, dreibeinige Planke. Einatmen hier und wir fließen durchs Vinyasa. Deine Variante. Und wir schieben uns zurück in die Haltung des Kindes. Sehr schön, wir halten hier. Du kannst gerne die Arme auch einmal nach hinten bringen, damit du hier kurz die Schultern so ein bisschen entlastest. Du kannst auch gerne die Handgelenke ein bisschen ausrollen. Alles, was sich gut anfühlt. Versuche ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, damit du noch mal ein bisschen Energie sammeln kannst. Und wenn du soweit bist, dann fließen wir jetzt noch einmal durch die Sequenz rechts und links ein bisschen schneller. Und vielleicht kannst du auch andere Variationen wählen, die vorher nicht geklappt haben. Du kannst einfach mal schauen, wie du dich fühlst, wie gut du mit dem Flow klarkommst. Und dann mach das, was für dich heute passt. Wir schieben uns zurück, wir treffen uns im herabschauenden Hund. Wir lassen ein, zwei Sachen auch weg, ein paar Wiederholungen, sodass wir mit jeder Atmung einmal durch die Pose fließen können. Also, wir schieben die Sitzbeinhöcker nach hinten und oben. Der Rücken ist lang. Vielleicht merkst du, dass die Beinrückseite ein bisschen offener mittlerweile ist. Bei der nächsten Einatmung heben wir einmal das rechte Bein lang nach oben raus. Und bei der Ausatmung öffnen wir die Hüfte, wir schieben das Knie hoch. Wir atmen ein, wir schließen die Hüfte. Und bei der Ausatmung ziehen wir das Knie nach vorne zur Nase. Wir machen einen runden Rücken. Wir flexen den Fuß. Bei der Einatmung setzen wir den Fuß hinten auf. Ausatmen, wir beugen das linke Bein, vierte Figur im herabschauenden Hund. Einatmen, wir bleiben. Und bei der Ausatmung kommt das Knie nach vorne zum rechten Handgelenk. Wir legen den Fuß vorne ab. Wir kommen in die Taube. Wir lassen uns Zeit. So, dass beide Hüftknochen wieder auf einer Linie sind. Wir öffnen die Brust bei der Einatmung. Bei der Ausatmung senken wir ab. Wir atmen ein, wir kommen nach oben. Ausatmen, wir legen nach unten ab. Einatmen, nochmal hochziehen. Ausatmen, nach unten kommen. Einatmen, wir ziehen hoch, Rücken ist lang. Und ausatmen, wir finden unsere Variante für heute für unser Gomukhasana. Sehr schön. Wir halten bei der Einatmung, wir finden eine Pose. Bei der Ausatmung versuchen wir, diese zwei Hacker noch weiter nach unten zu schieben. Wir atmen ein, wir heben die linke Hand nach oben. Und bei der Ausatmung ziehen wir rüber nach rechts und versuchen direkt uns leicht mit dem Oberkörper nach unten abzusenken. Bei der nächsten Einatmung kurbeln wir auf, die rechte Hand zieht über den Kopf. Bei der Einatmung stretchen wir noch ein bisschen weiter und wir bringen die rechte Hand zum Knie. Wir atmen ein, wir machen die Wirbelsäule ganz lang. Und bei der Ausatmung drehen wir uns auf, wir blicken über die linke Schulter. Sehr schön. Einatmen, wir kommen zurück in die Mitte. Linke Hand findet hinter den Rücken. Rechte Hand hoch und bei der Ausatmung finden wir einen Bein, der für uns passt. Einatmen, wir strecken den Rücken noch länger, versuchen den Trizeps schön lang zu halten.
Und dann, wenn du möchtest, kannst du dich einmal nach vorne beugen mit geradem Rücken und dich einmal in dein volles Gomukhasana setzen. Wir halten für einen Atemzug. Bei der nächsten Einatmung kommen wir einmal nach oben. Wir lösen auf. Wir stellen die rechte Hand unten auf. Wir kommen auf den linken Fuß. Und bei der Ausatmung finden wir unser Reverse Gandhasana. Einatmen, die linke Hand kommt hoch. Ausatmen, die Hand zieht auch gern über den Kopf, wenn es sich gut anfühlt. Wir ziehen einmal den rechten Fuß durch, setzen uns ab und machen uns bereit für unser Wild Thing. Nimm so viele Atemzüge hier, wie du brauchst. Wir treffen uns einmal oben. Linke Hand ist über dem Kopf. Hüfte zieht nach vorne und nach oben. Wir halten einen Atemzug alle gemeinsam hier oben. Und bei der nächsten Ausatmung legen wir unten den Fuß ab und das Bein. Und wir machen uns auf den Weg nach vorne. Rechtes Knie bleibt über dem Fußgelenk, linkes Knie ist auf dem Boden. Wir atmen ein, wir schieben die Brust nach vorne durch. Ausatmen, wir strecken das rechte Bein. Einatmen nochmal nach vorne. Ausatmen zurück für dein Adho Hanuman. Einatmen nach vorne, Blick geht nach vorne. Ausatmen, wir strecken das Bein so weit wir können. Die rechte Hüfte bleibt unten. Wir stellen die linke Hand unten auf und bei der nächsten Einatmung zieht die rechte Hand nach oben. Wir halten. Atmen nochmal tief ein, Blick geht zur rechten Hand. Und dann beugen wir das rechte Bein. Wir bringen die rechte Hand unten auf den Boden. Bei der nächsten Einatmung zieht die linke Hand über den Kopf. Wir strecken uns ganz lang. Und bei der Ausatmung ziehen wir auf die lange Seite. Wir kommen in unser Skandhasana. Linkes Bein ist gebeugt, so weit wie heute möglich. Wir halten hier. Und dann pressen wir uns einmal nach oben für unser Prasarita. Das heißt, Fußinnenkanten möglichst parallel. Und dann lassen wir uns hängen, wählen eine Variante, auf die du heute Lust hast, wenn du eine Inversion wählen möchtest, vielleicht für einen Moment in deinen Kopfstand kommen möchtest. Wenn das in deiner Praxis ist, kannst du das gerne tun. Versuch hier schön die Spannung überall zu halten, falls du einen Kopfstand willst. Versuch dich rauszupressen und vielleicht eine Variante zu finden, die heute für dich möglich ist. Versuch den Atem nicht anzuhalten. Und falls du oben bist, dann kommen wir langsam wieder zurück. Vorsichtig. Und dann drehen wir die Fuß, nicht die Fußinnenkanten, aber die Zehen wieder nach außen diagonal. Wir beugen die Beine. Wir kommen nach oben für die Goddess, Arme weit. Bei der nächsten Einatmung kommen wir nach oben. Wir strecken alles, was wir strecken können. Ausatmen, wir setzen uns tief. Wir pressen die Knie nach außen. Einatmen nach oben. Und ausatmen nach unten. Wenn du ein bisschen mehr Herausforderung willst, heb die Ferse. Sehr schön. Einatmen, komm nach oben. Und ausatmen, wir setzen uns nochmal tief. Dann bringen wir die Ferse alle wieder auf den Boden. Wir kommen nach vorne an den Anfang. Rechtes Bein nach oben, dreibeiniger Hund. Ausatmen nach vorne. Wir fließen durchs Vinyasa. Und wir treffen uns im herabschauenden Hund. Wir atmen ein, wir heben das linke Bein direkt nach oben. Ausatmen, Bein beugen. Sehr schön. Einatmen, wir schließen wieder die Hüfte. Und ausatmen, wir ziehen das Knie nach vorne zur Nase. Einatmen, wir bleiben hier, wir flexen den Fuß. Ausatmen, wir beugen das rechte Bein zurück. Vierte Figur, herabschauender Hund. Wir kommen nach vorne in unsere Taube, so wie es für dich möglich ist. Wir finden eine Haltung, in der wir kurz bleiben können, in der wir uns aufrichten können. Wir halten bei der Einatmung, ziehen den Rücken lang. Ausatmen, ganz lange ablegen. Einatmen, wieder nach oben. Ausatmen, nach unten. Einatmen, hoch. Ausatmen, nochmal nach unten. Bei der nächsten Einatmung pressen wir uns hoch. Wir kommen auf die linke Pobacke. Wir bringen das rechte Bein einmal nach vorne. Wähl wieder eine Variante, die für dich heute möglich ist, für deinen Gomukhasana, für deinen Kuhkopf.
Wir pressen die Sitzbeinhöcker nach unten. Wir halten. Und dann bringen wir den rechten Arm bei der nächsten Einatmung einmal hoch. Bei der Ausatmung drehen wir weiter, beugen uns leicht nach unten. Einatmen, wir kurbeln auf, linke Hand kommt über den Kopf. Ausatmen, linke Hand findet zum Knie, rechte stellen wir hinten auf. Wir atmen ein, Wirbelsäule lang. Ausatmen, wir drehen uns leicht auf, nach rechts. Sehr schön, wir kommen einmal zurück. Wir bringen den rechten Arm einmal hinter den Rücken, so weit wie möglich. Die linke Hand kommt nach oben. Wir finden unseren Bein so wie möglich heute. Wir versuchen, die Wirbelsäule gerade zu lassen. Wenn du weitergehen willst, mit geradem Rücken beug dich leicht nach vorne. Und dann kommen wir langsam nach oben. Wir stellen die linke Hand unten auf. Wir pressen in den rechten Fuß. Virabhasana. Wir kommen hoch mit der Hüfte. Einatmen, rechter Arm zieht hoch. Und wenn du magst, über den Kopf. Wir pressen wieder in den rechten Fuß. Linkes Bein kommt nach vorne durch. Wir setzen uns ab für unsere Wild Wing Prep. Linke Hand hinten aufstellen. Wir pressen uns nach oben für unser volles Wild Wing. Wenn möglich, rechte Hand zieht über den Kopf. Wir halten, versuchen die Hüfte wieder hochzuziehen, genau wie dein Herz. Und wenn möglich, versuchen wir hier noch ein letztes Mal das Bein unten und hinten aufzustellen, so rum. Und unseren Weg nach vorne zu finden in unser Anjanayasana, unseren Ausfallschritt. Wir öffnen die Brust nach vorne, wir ziehen den Rücken einmal lang. Und bei der Ausatmung ziehen wir das linke Bein lang. Einatmen, öffnen nach vorne, lass die Hüfte absinken. Ausatmen nach unten. Einatmen nach vorne. Ausatmen nach unten. Einatmen, nochmal nach vorne, letztes Mal. Ausatmen, wir ziehen zurück, Fersen, die Zehen kommen hoch, so. Wir stellen die rechte Hand unten auf. Atmen ein, die linke Hand zieht hoch. Halten, ziehen die linke Hüfte zurück. Und dann beugen wir das linke Bein, wir stellen die linke Hand unten auf, rechte kommt hoch. Und wir kommen einmal auf die lange Seite. Rechtes Bein beugen, linken Zehen kommen nach oben, so weit nach unten wie möglich. Und dann pressen wir uns so, dass die Fußinnenkanten wieder parallel sind. Lass dich einmal mit geradem Rücken nach unten absenken. Wir halten hier kurz, auch hier, wenn du nochmal möchtest, komm in eine Inversion deiner Wahl. Schön langsam. Wir versuchen hier schön zu halten. Und dann ganz langsam treffen wir uns einmal wieder unten. Wir stellen die Füße auf. Ich sammle meinen Earpod wieder ein. Und dann bringen wir die Zehen wieder so, dass sie nach außen zeigen. Wir setzen uns einmal schön tief nach unten ab. Wir bringen die Hände wieder an die Schultern. Ich kann nicht mehr sprechen. Die Hände an die Knie. Und bei der Ausatmung bringen wir die rechte Schulter einmal nach unten. Wir ziehen hoch. Linke Schulter kommt nach unten. Wir ziehen wieder hoch in die Mitte. Einatmen. Nochmal rechts. Nach oben kommen. Und links. Und wir kommen nach oben. Bauchnabel ist fest. Wir drehen einmal nach vorne. Hände aufstellen. Linkes Bein zieht nach oben bei der Einatmung. Ausatmen. Wir fließen durchs Vinyasa. Und wir treffen uns dieses Mal direkt in der Haltung des Kindes. Der schwierigste Teil ist vorbei. Du hast es geschafft. Versuch deine Atmung wieder ein bisschen langsamer werden zu lassen. Und dann ganz langsam versuch dich einmal aufzurollen ins Sitzen, sodass du einmal auf deinen Fersen sitzt. Für einen kurzen Moment innehältst, spürst, wie deine Wirbelsäule ganz langsam sich wieder aufrichtet. Und dann bringen wir einmal die Füße
auf eine Seite, sodass wir uns richtig hinsetzen können. Wir wollen noch einmal die Hüfte öffnen, indem wir hier die Fußsohlen zusammenbringen. Und wir wollen uns erstmal richtig schön gerade hinsetzen. Das heißt, versucht die so ein bisschen einzurichten, vielleicht dein Sitzfleisch ein bisschen rauszuschieben an der Seite. Dann kannst du hier einmal an deinen Füßen festhalten. Wir wollen den Rücken noch weiter öffnen, die Schulterblätter ziehen hinten zusammen, die Brust öffnet sich, wir ziehen die Knie nach unten so weit wie wir können und wir wollen schauen, dass die Füße relativ nah am Becken sind. Also nicht eine Diamantform, sondern wirklich ans Becken ziehen. Und wenn wir dann diese Länge hier haben, können wir bei der Ausatmung mit geradem Rücken uns einmal versuchen, nach vorne zu ziehen. Schön kraftvoll. Und wenn es dann nicht mehr weitergeht, kannst du die Ellenbogen auch weit machen. Der Rücken kann ja noch gerade möglichst bleiben unten. Und dann kann aber der obere Rücken auch rund werden und du kannst hier so ein bisschen mehr loslassen, entspannen. Wir wollen versuchen, bei jeder Atmung, bei jedem Einatmen uns lang zu machen trotzdem. Und bei jeder Ausatmung uns vielleicht noch ein bisschen tiefer in den Schmetterling reinsinken zu lassen. Noch einen Atemzug. Dann ganz langsam kommen wir wieder hoch. Wir führen die Knie einmal zusammen. Wir schaffen uns so ein bisschen Platz hinter uns, damit wir uns einmal nach unten ablegen können. Die Knie einmal ranziehen, den Boden unter dir spüren. Das sollte sich jetzt sehr gut anfühlen. Wir strecken einmal die Beine nach oben aus. Und wir kreisen mit unseren Fußgelenken so ein bisschen in die eine Richtung und in die andere Richtung. Und dann bringen wir die Knie wieder ran. Wir stellen einmal den linken Fuß auf. Wir strecken das rechte Bein nochmal aus. Und wir greifen einmal den Oberschenkel, ziehen nochmal die Zehen ran, dann strecken wir die Fuß wieder ein paar Mal so, beugen, strecken. Plantarflexion, Dorsiflexion, sehr schön. Und dann können wir einmal ein bisschen weiter nach oben greifen. Versuchen uns so ein bisschen an das Bein ranzuhängen. Wir halten kurz. Und bringen wir das Knie wieder zu uns ran an die Brust und wir versuchen einmal das Knie nach außen zu schieben, sodass wir uns hier ein bisschen öffnen können. Du kannst auch ein bisschen hier kreisende Bewegung machen, wenn es sich gut anfühlt mit der Hüfte. Und dann bringen wir einmal auch hier nochmal in die vierte Figur den Fuß auf dem Oberschenkel ab. Wir ziehen das Knie, das linke einmal hoch, greifen durch, damit wir hier wieder einen Gegendruck erzeugen können. Und dann kannst du aber die Hände einmal zur Seite bringen, in Kaktusform oder ausgestreckt. Schultern bleiben genauso, wie sie jetzt sind, auf dem Boden. Und wir bringen einmal die Füße auf die linke Seite, so dass wir den rechten Fuß einmal abstellen können. Sollte sich jetzt sehr gut anfühlen. Der Blick geht vielleicht nach rechts. Und wenn du mehr willst, kannst du dein rechtes Knie einmal nach unten ziehen mit der linken Hand. Hier noch ein bisschen weiter in die Außenseite von deinem Bein reingehen, in deinen Po, in dein Gesäß, in deine Wirbelsäule. Und dann kommen wir einmal zurück und nach oben. Wir stellen den rechten Fuß auf und wir ziehen das linke Knie ran. Wir strecken das linke Bein, greifen am Oberschenkel hinten. Auch hier noch ein paar Mal strecken und flexen.
Und dann versuchen wir ein bisschen weiter nach oben zu greifen. Vielleicht dann Unterschenkel. Wenn du noch weiter gehen willst, kannst du das auch tun. Solange du deine Beinrückseite spürst, ist perfekt. Und dann beugen wir das linke Bein wieder. Wir ziehen das Knie einmal ran. Und wir schieben das Knie jetzt nach außen. Ja, wir öffnen hier richtig schön, so weit wie möglich. Wir versuchen beide Hüften nach unten zu ziehen, das Becken zu erden. Und dann flexen wir hier den Fuß, bringen es auf dem rechten Oberschenkel auf. Wir ziehen das rechte Bein ran. Schieben das Knie nach außen. Halten kurz. Und dann lösen wir die Hände zur Seite. Du weißt, was kommt. Wir bringen die Beine auf die rechte Seite, sodass der Fuß unten aufkommt. Blick geht vielleicht rüber auf die linke Seite. Und auch hier, wenn du mehr willst, zieh einmal dein linkes Knie nach unten, so weit wie möglich. Und dann langsam ziehen wir zurück in die Mitte. Wir bringen nochmal beide Knie nach oben zur Brust, machen uns klein, sind ein Päckchen, schenken uns selbst eine dicke, fette Umarmung. Dann stellen wir die Füße einmal unten auf, mattenbreit. Wir lassen ganz langsam die Knie zusammenfallen, die Hände kommen einmal auf den Bauch. Und dann atmen wir zusammen noch ein bisschen, um ein bisschen abzuschalten, runterzukommen. Erstmal ganz natürlich, damit du ein bisschen Kontakt zu dir selbst herstellen kannst, wieder mit den Händen auf dem Bauch, damit du deine Atmung spürst. Und dann atmen wir zusammen durch die Nase. Einmal ein für eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir halten die Luft an für fünf, vier, drei, zwei, eins. Und wir atmen aus für fünf, vier, drei, zwei, eins. Wir halten für fünf, vier, drei, zwei, eins. Und wir atmen wieder zusammen ein für eins. Zwei, drei, vier, fünf. Wir halten die Luft oben an für fünf, vier, drei, zwei, eins. Und wir atmen durch die Nase aus für fünf, vier, drei, zwei, eins. Wir halten fünf, vier, drei, zwei, eins. Und wir atmen wieder ein für eins, zwei, drei, vier. Fünf. Wir halten die Luft oben an für 5, 4, 3, 2, 1 und wir atmen aus für 5, 4, 3, 2, 1. Wir halten für 5, 4, 3, 2, 1. Und lass deine Atmung ganz von alleine kommen, so tief wie du es brauchst. Atme einmal durch die Nase aus, so langsam wie möglich. Sehr schön. Und dann lösen wir die Knie voneinander. Wir bringen den rechten Arm einmal über den Kopf. Wir rollen uns einmal auf die rechte Seite, so dass der Kopf ein kleines Kissen hat. Und dann ganz vorsichtig pressen wir uns einmal nach oben. Wir versuchen, die Augen geschlossen zu lassen in einem Sitz, der sich für uns jetzt gerade richtig anfühlt. Wir versuchen uns nochmal schön aufzurichten, die Wirbelsäule lang zu ziehen. Bei der nächsten Einatmung ziehen wir die Schulter nach oben, ich wollte sagen die Knie, die Schulter nach oben zu den Ohren.
Bei der Ausatmung öffnen wir den Mund, wir lassen die Schultern fallen. Nochmal so tief einatmen. Und ausatmen. Letztes Mal einatmen, zieh die Mundwinkel mit nach oben. Ausatmen, lass los. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Namaste. Ich hoffe, dir geht's gut. Wenn du auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, dann melde dich für unseren Newsletter an. Da kommt auch kein Spam. Es ist Spam. Sondern nur die wichtigsten Infos, denn wir haben wieder Live-Events. Vielleicht hast du ja die Möglichkeit vorbeizukommen. Ansonsten darfst du weiterhin mit uns hier auf Weinstraße Online-Yoga machen. Es kommt jeden Monat 2 Videos mindestens. Und ansonsten mach's gut, bleib gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüssi.